So, jetzt gibt es einen Bombenrohrvergleich, einen großen Bombenrohrvergleich. Habe ich hier einmal die Weko Skybombs und die Gao Zombie Attack. Gibt es beide zu kaufen bei pyroweb.de. Feuerwerk Feuerwerk das das ganze ganze Jahr. Jahr. Und Stefan spendiert hier auch noch ein paar schöne Sachen. Hier haben wir einmal das Bombenrohrfestival von Panda. Schick, schick. Kaum noch zu bekommen. Ebenfalls kaum noch zu bekommen die Ultra-Shots von Pyrotrade. Gibt ja auch die verwandten Bombenrohr von Röder und von Foschpyro. Die Das von ist gleich Röder kriegst du aber Produktion. noch, ne? Von Röder liegen auch noch hier, genau. Ah, der da auch dabei. Die perfekte Überleitung gewählt. Die haben wir auch noch mit Oha. dabei. Ist auch schon die neue Charge jetzt. Bin mal gespannt, ob die auch genauso gut ist wie die altbekannte, die ja gerade beim Achtung! Crackling-Bombenrohr mega war. Achtung! Jetzt haben. Was? Stand Achtung drauf. Ah, jetzt haben wir in so einem Pyro-Web-Video Röder-Bombenrohr. Naja, was soll's. Ich würde sagen, mit Weko fangen wir einfach mal an. Soll ich nochmal nah dran kommen oder? Okay. Dann kommen jetzt die Zombie-Attack von Gao. Steht er schon bereit? Hä? Er war gerade schon dabei zu kommen. Achso, ja, dann hau raus. Dann hau du erstmal die Panda raus. Gönnung. Macht denn der da drüben, ey? Der gute Herr F.B. Der Fireblader. Genau, F.B. Nenne ich ihn jetzt. Statt Herr H.F.B. So, jetzt kommt Panda Bombrock Festival. Er kam tief. Also der Crackling kam dann tief, das war cool. Was? Definitiv. Schöner Blindgänger. Aber nicht hier den guten Dings filmen. Muss dann vielleicht ein bisschen schneiden. Der gute Stefan, ja, das oder macht blurren halt. Ja, das macht man. Oh, da war da oben. Ja. So, dann Zombie Attack. Golden Glitter geht los. Stabil. Alter, der ist gut. Der ist gut zerlegt, Alter. Genau. Thank you.
Alter. Extrem, extrem. Ziemlich nice, ja. Grüße gehen raus an der Stelle an Pyro, extrem. Das ist extrem. Das ist extrem. Ja, also, das waren? Gau. Gau. Zombie-Effekt, das sind so Neuheiten. Ja, naja, da habe ich nicht, ich habe die Alten. Ich muss nachher den Tim auch noch mal ärgern, aber ich habe noch ein paar Freifahrtgeben. Oh. Die liebt er ja. Luftfahrer habe ich auch noch, aber die kann ich nachher haben. Dann war es aber ein Blindgänger, hä? Die Ultrashots Pyro Trade. Alles F2. Ich bin aber auch überrascht. Ja. Ich muss auch sagen, also, was ich nach dem Diamond-Bomberohr getan hat, das ist schon. Ja. 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 Es gibt natürlich auch viel Schrott da, ja, das ist da, aber das ist auch bei der Auswahl. Ja, auf jeden Fall. Sind eigentlich fast alle Bombenrohre gut. Mhm. Ja, das bestimmt. Ja. Irgendwie, gell? Auf ihre Art, sagen ja, wir mal so. Die meisten sind wirklich gut. Ja. Das ist toll. Ja. Das ist toll, ja. Ja, ist ja auch die Aufblicke, hat es ein bisschen gefrüßelt. Also 8 Meter, 5 Meter, 5 Meter. Das Feeling ist toll. Ja. Das Feeling. Ja. Das kannst du dir vorstellen, dass du hier außerhalb, gell? Posten, Kastell. Ja. Ja, wir sind schon Dings, aber stell dir mal vor, du bist da, wo ich bin. Nochmal mega schon früher. Voll Straße. Ordentlich. Ja, ja, ja. Sehr dumpfe Sache. Du hast das nicht dahin, oder? Das war's? Ja. Gut, dann ergänze ich hier noch was. Ergänzung. Da haben wir einmal die ganz neuen Semanko Sredni. Sind gerade jetzt erst angekommen von Iskra bzw. Funke. Das ist ein Komet zu Salut. Waren da aber mehr drin oder sind das nur zwei? Das sind noch zwei, aber die brauche ich heute Nacht noch. Ah. Genau. Die machen wir aber dann ganz zum Abschluss, weil das ja nochmal ein Salutknall ist. So. Und jetzt auch nochmal hier die Funke Tempest Bombenrohre. Ziemlich schwer zu bekommen. Sind ursprünglich für den finnischen Markt, für Pyrokratia hergestellt. Genau. Haben wir drei verschiedene drin. Schachtel sieht ein bisschen mitgenommen aus. Ja, ne? Sind vom Funke Store in Slubice in Polen. Mhm. Hat den gute Stefan mitgebracht. Tempest. Ja,
Tempest 1, 2 und 3. Fangen wir an mit dem Tempest 1 hier mit einer Big Ford. Ja, Tempest 1. Cool. So, und dann richtig noch die, gut, ja. Dann noch die Simancus Redmi, jetzt gerade noch gekauft bei der Einkaufstour. Einkaufstour. So, und weißt du was, da ich so extrem gute Laune habe, das sind Kometenschweif zu Salut, machen wir die jetzt auch noch auf Schlag. Gönner. Ich gönne heute, das ist Silvester. Ah, hart Gönner, Alter. Ja, aber es explodiert keine. Die kam tief. Steigkühe ist generell immer so ein Problem bei dir. Ja. Fazit, welche war die beste? Welche waren denn die besten? Die waren alle top. Eigentlich schon, ne? Also gibt gar keine schlechten, gibt nur gute. Die haben mir jetzt nicht so gefallen. Ja. Weißt du was? Wir machen noch einen Bonus, wenn es klappt. Noch einen Bonus. Alter, Bonus nach Bonus nach Bonus. Ja. Der Bonus wäre? Ich gönne jetzt auch noch zweimal Funke Dorado Rakete hier für die verehrte Zuschauerschaft. Ich glaube, das wird ein Video, was erst kurz vor Silvester online kommt. Bei so viel Bonus. Eben, zweimal Funke Dorado Aufschlag. Schöne Grüße ans Jahr 2023 dann, ne? Ja, wenn es dann irgendwann ankommt. Ich meine, kommt sowieso im Jahr 2023, aber... 150 ne? Millionen Umsatz dieses Jahr. Wunderschöne Raketen, zwei auf Schlag. Nice. Du stehst immer im Bild. Das tut mir leid. Du Bildsteher. Ich hab's gesehen. So, noch ein Bonus oder war's das? Ja, mal, noch ein Bonus. Komm. Noch ein Bonus, ja komm, ein Bonus nach dem anderen. Soll ich auch noch einen Bonus raushauen? Ja, mach doch. Ich mach gleich einen Bonus. Five Raketen. Oh. Oh, nee, da hör mal auf. Die müssen weg. Und aber noch ein Bonus. Ja. Da hör mal auf. Was könnten wir denn noch machen? Das sind eigentlich meine Saturn-Raketen. Ja. Mit dem müssen wir nochmal im Vergleich. Ah, ja, stimmt, da meine Saturn-Raketen. Ja, komm, hier die gibt's auch noch hier, meine guten Saturn-Raketen. Die kommen wahrscheinlich ja vorher raus, ne? Ja, aber ein Einzelvideo. Ja, die kommen vorher. Ja. Golden Star von Nico, eine alte, machen wir jetzt auch noch. Ja. Da gab's ja auch dann die mit dem schwarzen Kopter von der Feuerwerksvitrine, die waren ja genial. Geh mal aus dem Bild. Tja, das ist nach wie vor. Ja. Erinnert mich an Zinkkomet. Ja, tipptopp. Tipptopp. Das sind Rakete, wie sie liegt. Ja. Okay, jetzt haben wir schon 14 Minuten. Jetzt müssen wir irgendwann das Feinde sein.